So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Softwarearchitektur im Stream. Heute geht es um den InnoQ Technology Day und wir haben uns ein paar Highlights rausgesucht. Aber zunächst erzählt das Programmkomitee etwas darüber, was der Technology Day überhaupt genau ist. Dann um 12.10 Uhr geht es mit Johannes Salz um das Thema sokratische Gespräche. Um 12.45 Uhr spricht Lisa Moritz mit Christoph Iserlohn über Sicherheit und um 13.20 Uhr spreche ich dann mit Anja Kammer noch darüber, warum und wie man keine DevOps-Engineers einstellt. Genau, uns verstärkt das Programmkomitee und als zweite Moderatorin hilft mir halt Lisa. Lisa, möchtest du kurz das Programmkomitee vorstellen? Ja, sehr gerne. Also wir haben heute hier einen unserer Geschäftsführer unter anderem zu Gast, das ist der Stefan. Dann haben wir zwei Fellows zu Gast, den Michael und den Gernot und noch einen Senior Consultant und zwar den Jan. Und die wollen uns heute erzählen, was es mit dem Technology Day überhaupt auf sich hat. Genau, und die erste Frage ist natürlich, was ist denn überhaupt dieser Technology Day? Michael, magst du uns darüber was erzählen? Natürlich, der Technology Day, das ist eine Online-Konferenz, die die InnoQ ausrichtet. Wir werden da verschiedenste Themen, Vorträge, Diskussionen und Networking anbieten rund um Themen wie Softwarearchitektur, Softwareentwicklung, IT-Strategie, digitale Produkte und haben da auch verschiedene Programmformate uns ausgedacht mit englischen und deutschen Inhalten. Das hört sich ja schon ziemlich cool an, aber warum machen wir das überhaupt, Stefan? Was vielleicht der eine oder andere oder die andere weiß, ist, wir machen schon sehr, sehr lange, seit es die InnoQ gibt, sogenannte Firmen-Events, so heißen die bei uns. Die Events sind ein wichtiger Teil unserer Firmenkultur. Sechsmal im Jahr typischerweise treffen wir uns irgendwo für 2 bis 3 Tage und haben Austausch zu allem Möglichen. Das ist mal im Open-Space-Format, mal ist es klassisches Vortragsding, oft ist es irgendwas Gemischtes daraus. Und das machen wir im Moment natürlich, wie alles andere auch, remote und virtuell. Das haben wir das ganze Jahr, zumindest seit März schon so gemacht. Und das hat einen alten Gedanken wieder neu aufleben lassen, nämlich Leute daran teilhaben zu lassen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das Ganze kostenlos, also wir haben hier keine Konferenz zu verkaufen, sondern wir wollen einfach Leute mal daran teilhaben lassen, wie das ist bei uns. Wir haben sehr unterschiedliche Formate zusammengewürfelt, das hat Michael schon gesagt. Wir versuchen viel von dem zu teilen, was wir normalerweise auch so machen, ein paar Einblicke zu geben. Wir wollen viele Diskussionen haben. Wir haben uns eine coole Werkzeuglandschaft dafür zusammengesucht. Und sind sehr gespannt darauf, wie das Ganze funktioniert und sind ein bisschen überwältigt tatsächlich von der positiven Reaktion. Also wir haben eine erschütternde Menge an Vorregistrierung. Uns geht ein klein wenig die Düse, aber wir sind positiv gestimmt, dass alles trotzdem super funktioniert. Genau, und Stefan sagt es schon kurz, wir haben also ganz unterschiedliche Arten von Sessions. Jan, was ist denn da so beispielsweise geplant? Genau, wir haben eine ganze Menge von unterschiedlichen Formaten. Wir haben unter anderem traditionelle Talks, Vorträge mit, ich glaube, 4 gleichzeitigen Tracks. 3 davon sind auf Deutsch und einer ist völlig auf Englisch geplant, mit englischsprachigen Vorträgen. Darüber hinaus haben wir Training Bites gleichzeitig dazu, also kurze Einblicke, wie unsere Trainings aussehen. Das sind sozusagen Teaser für unseren Trainings. Danach haben wir Off-Topic-Themen, verschiedene andere lockere Formate, die wir auf unseren Events ausprobiert haben, wie beispielsweise zusammen vegan mit Michael kochen. Das finde ich sehr spannend. Und danach haben wir noch ein paar Talks abends und das alles haben wir in Klammern mit spannenden Keynotes, am Anfang 3 kurze Keynotes auf Deutsch und am Ende ein sehr interessanter Talk auf Englisch. Der Stefan sagte eben schon, wir haben schon recht viele Vorregistrierungen. Aber wenn jetzt noch einer sich nicht registriert hat, weil er jetzt erst davon hört, kann man sich noch registrieren, Gernot? Ich gebe jetzt mal direkt die Frage an Stefan weiter. Heute ist Registrierungsende. Ich vermute, dass in den nächsten paar Stunden wir noch ein paar Registrierungen annehmen können. Also unsere Düse ist jetzt mittlerweile erprobt. Also wir sind jetzt Albtraum erprobt, um diese verschiedenen Technologien alle zusammenzustöpseln. Und da schaffen wir bestimmt auch noch ein paar Registrierungen. Wir schaffen das noch. Wenn irgendjemand das jetzt sieht und teilnehmen möchte, dann kann er oder sie definitiv auch teilnehmen. Das kriegen wir hin. Wir
werden wahrscheinlich sowieso unsere Lizenz, die wir da von unserem Konferenzwerkzeug haben, upgraden. Das nehmen wir dann gleich mit für die nächstgrößere Größe, damit es daran nicht scheitert. Das wird. Genau. Und wo registriert man sich? Es gibt eine Landingpage für die, eine Homepage für den Event selbst. Das ist technologyday.innoq.com. Da gibt es einen großen Einblick ins Programm, alle möglichen Informationen zu den Sessions und eben auch den Link zur Vorregistrierung. Das ist ein bisschen seltsam, der Prozess. Man muss sich also zuerst vorregistrieren. Das macht man einfach nur mit der E-Mail-Adresse. Dann bekommt man eine Bestätigung, dass man das getan hat. Und danach muss man noch einchecken. Das heißt, da geht man wieder mit der E-Mail-Adresse hin und wählt dann noch ein Passwort aus. Damit hat man dann Zugriff auf das Konferenzwerkzeug selbst, in dem all die Sessions drin sind, die detaillierten Programminformationen. Dann kann man sich auch sein eigenes Programm zusammenstellen, sich für Sessions anmelden. Bei den Training Bytes zum Beispiel ist das relativ wichtig, weil die sind von der Teilnehmerzahl her begrenzt. Da gilt dann einfach, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und das macht man eben alles in dem Konferenzwerkzeug. Super. Noch irgendwas, was wir vergessen haben oder worauf wir hinweisen sollten? Eine Kleinigkeit vielleicht noch neben diesen Formaten, die Jan eben angesprochen hat, also mehrsprachige Tracks und Vorträge und so weiter, bieten die meisten Kolleginnen und Kollegen von uns, die vortragen, noch sogenannte Fireside-Chats an zu ihren Themen, so eine Art Kamingespräche, also was wirklich als Dialoggespräche gedacht ist, wo jeder Mensch, der sich dafür interessiert, dann konkrete Fragen, vertiefende Fragen auch zum Thema stellen kann. Das ist ganz spannend. Ja, ähnlich wie in einer realen Konferenz kann man halt die Sprecherinnen und Sprecher dann sozusagen abgreifen. Und einen zweiten Punkt, den ich gerne noch erwähnen möchte, ist das sogenannte Spatial Audio, dass wir einige Formate anbieten, in denen wir uns gemeinsam in so einer Art großem Raum versammeln und unser cooles Werkzeug, das wir da verwenden, das ermöglicht, dass es wirklich so ein Wandern zwischen verschiedenen Gesprächsgruppen ermöglicht. Wenn ich halt mich einer Gruppe nähere, höre ich deren Audio und wenn ich da wieder weggehe, also meinen virtuellen Avatar woanders hin bewege, höre ich halt ein anderes Audio. Das ist wirklich, wirklich wert, das mal auszuprobieren. Da haben wir insbesondere in der Off-Topic-Abend-Session einige Themen zu und quer über den Tag verteilt. Das wird super. Super. Noch etwas, was wir auf der Ebene diskutieren müssten, etwas, was wir vergessen haben? Ich glaube, es wird spannend und es lohnt sich auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ja. Das wird super spannend und ja. Wir gehen jetzt wieder schwitzen. Ich glaube auch. Genau. Wir haben aber schöne, große Vielfalt an Themen. Ja, da ist, glaube ich, für jede interessierte Person ein bisschen was dabei. Ist definitiv keine einseitige Veranstaltung. Wird spannend. Wir sind nervös und freuen uns. Genau. Ganz definitiv. Genau, und Lisa und ich haben uns dann irgendwie gedacht, nachdem wir halt das Programm gesehen haben, dass es vielleicht irgendwie ganz schlau wäre, daraus auch inhaltlich was hier zu präsentieren. Und deswegen haben wir jetzt eben zunächst meinen Kollegen, den Johannes Seitz, da geht es um das Thema sokratische Gespräche. Und dann um 12.45 Uhr geplant wird Lisa mit Christoph Iserlohn zum Thema Sicherheit sprechen. Und dann eben zum Abschluss noch Anja Kammer und ich um circa 13.20 Uhr zum Thema, wie man halt kein DevOps-Engineer einstellt. Vielen Dank an euch. Und ja, ich drücke die Daumen, dass es dann am Mittwoch ein so großer Erfolg wird, wie wir alle glauben, wie es wird. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ciao.